So, willkommen zurück zum letzten Part, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, zum letzten Part von Fire Emblem und dann werden wir mal sehen, wie wir das am besten anstellen. Meisterbogen. Nehmen wir den Silberbogen. Ja, kritisch wurde es leider keiner. So. Dann habe ich jetzt. Mache ich Stärkung. So, mal sehen, wie viel das gebracht hat. Ah, ja, das ist nicht ganz. Wird es nicht ganz überleben? Setzen wir eine zweite Stärkung mit ihm ein, aber wir gehen schon mal etwas vor. Nee, Stab, Stärkung. So machen wir das Ganze jetzt. Dann greifen wir nicht an, sondern wechseln nur auf den Rittertod. Denn dann überleben wir einen Angriff. Taktisch kluges Vorgehen. Nee, okay. Den Treffer überlebe ich nicht. Das wusste ich nicht, dass mich der Assi da attackiert, Alter, das ist ja ein Vollhonk. Ja, heilt euch wieder alle gegenseitig. Ist klar, Leute, ist klar. Spürt die Macht meines Feichion. Du spürst jetzt die Macht meines Toron und verreckst dran. Ja. Gib die ganzen Heilmittel wieder zurück und opfere dich, sagen wir es so. Hier eine Stärkung. Silberlanze hin. Hey, hier ist jetzt auf einmal ein freies Feld. Dann würde ich sagen, töten wir den mit leichtem Stahl. Da reicht noch ein Stahl. Du bist gelähmt. Auf das habe ich jetzt nicht geachtet, dass ich so viel Schaden krieg. Aber ist egal. Ziehen wir hier. Dann steigen ein Level auf. Dann hier. Gekonnt mit dem Silberbogen. Warte. Ja, es könnte nur noch diese beiden bewegen. Der ist jetzt hin, ja, das war mir klar, den hätte ich sowieso geopfert irgendwann mal. Der überlebt gerade noch, dann werden wieder alle geheilt. Da unten kommen jetzt die. So, jetzt kommt mal die Heilerin nach. Aber zuerst alle was angreifen, greifen mal zuerst an. Ja, auf jeden Fall die Ballistas angreifen.
Warte mal, das kann doch der Bogenschütze übernehmen. Aber mit Leichtigkeit. Keine großen Umstände. So, hier Stärkung. So, dann gehen wir mit dem Dieb einfach mit, damit der ja nicht irgendwo unnötig rumsteht. Ja, das machen wir doch. Gekonnt mit dem Schwan. Das gekonnt mit dem Silber. Mit dem Eisenbogen. Aber der macht mir sowieso keinen Schaden. Von dem her ist es sowieso egal. Der kriegt von der Ballista Schaden. Das können wir aber auch vermeiden hier. Einfach keine unnötigen Schäden entgegennehmen. Dann heilt euch halt alle gegenseitig wieder. Versperrt die ganzen Türen. So, hier. Der stirbt mal nicht. Also er hat ja sowieso, warte mal. Den kann ich von da oben auch angreifen. Machen wir das so. Jetzt machen wir so. Ja, genau. Steige einfach ein Level auf. Das war ich konnte so. Und hier einfach eine Stärkung. Einfach so, weil ich's kann. Genau, ich würde sagen, schwächen wir den mal. Ja, will ich schon sagen. Ich halte mir mit Gradivius an. Hier haben wir noch immer den Eisenbogen. Passt perfekt. Und so. Drei Ballistas hier. Hey, ich lebe noch. Wie lange ist jetzt die Frage? Jetzt bin ich nicht tot. Habe ich noch ein KP oder wie? Alter, sehr viel kann das echt nicht mehr sein. Und der steigt auch noch ein Level auf. Also, mit einem KP. Ich lebe hier ernsthaft mit einem KP. Also, ich brauche jetzt auf jeden Fall doppelte Stärkung. Hier machen wir eine Stärkung.
greifen wir mit dem Silberbogen an. Ja, das machen wir, so. So, und Feichern. Genau so. Der schützt sich hier in der Safe Zone. Der kommt da sowieso nicht raus. Also egal, die beiden auch nicht. Ja, da schalten wir den Bogenschützen aus. Dann kriege ich natürlich von hinten das Problem. So, ja, alles Mögliche irgendwie machen. Ja, greifen wir den da an. Hier üblich halt den Eisenbogen. Ja, jetzt werden wir wieder durch die Balliste attackiert. Machen wir das so. Das machen wir mit dem Feichern. Dann gehen wir hier speichern. Ja, speichern wir hier drüber. Und dann setzen wir hier eine Stärkung ein. Die vorletzte. Dann holen wir hier den Bogenschützen auch noch mit nach oben. Hier mit dem Rittertod. Schalten wir den Heiler aus, das ist sehr gut. Das ist taktisch sehr klug. Warte mal hier, das geht sicher mit der Drachenlanze auch. Damit hier nicht unnötig noch mehr Gegner kommen. So. Die kommen immer wieder. Mit Schwarm.
kann ich den ein bisschen schwächen. Oder durch einen kritischen Treffer natürlich one-hitten. Soll mir auch recht sein. Dann muss ich jetzt natürlich aufpassen, da irgendwie mein gestorben ist, mein Partner. So, wieder nur die drei. Nee. Hier die letzte Stärkung hebe ich mir auf. Da bleibe ich hier. Kann ich hier belassen. So. Narrige Menschen, ihr wartet mich in meinem Schlaf zu stören. Oh, wenn ihr langsam schmerzhaft sterbt in den Flammen des Infernos. Ja, stirb! Ich überlebe es sowieso! Ich überlebe alles! Abermals besiegt von Menschen! Doch wisset's, bla bla bla, was? Halt, alter Prinz, das Licht, das euch umgibt, verschafft euch nur eine kurze Atempause. Solange die Dunkelheit mein Herz mich am Leben hält, kann ich nicht zerstört werden. Arrgh. Was passiert jetzt? Das war's anscheinend. Hey Pilo. Nach Matthäus und dann gab Donner seinen Arme auf und verlor Einfluss. Sein Imperium war am Ende. Die Folge, die keiner besucht hat, verlöschen und es war komm. Wer es lesen will, ich werde es langsam wegdrücken, aber ich lese es jetzt nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwie die Story nicht gelesen. Ich werde jetzt nicht damit anfangen. Perfekt! Und der Schlachtreport. Wie der Kampf war, wie lange er gedauert hat. Kapitel 6, 33, 35, 34, 32, eine Stunde in Kapitel 10, 50, 59, 27, eine Stunde 7, Kapitel 14, eine Stunde 6. 56 Minuten, 43, 45, 42, 42, 1 Stunde 5, 47 Minuten, 35 Minuten, 56 Minuten, das Finale. Ja, und da drüben auf der anderen Seite nochmal mit Zeit verzögert. Mardkate, kriegst du wohl zurück, bla bla, ja. Ah, die ganzen. Falls sie gestorben sind, sieht man wann und wo. Wenn nicht, sieht man eine Story, wo sie überlebt, also dass sie überlebt haben, was danach passiert mit ihnen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen schnell, das kann man ja fast nicht lesen.
im Finale gestorben. Ja, wie alle hier, ja, meistens sind verreckt, sieht man ja auch eindeutig, alle, ganz wenige haben eine Story. Ich glaube, ich muss mir das Ganze selbst nochmal ansehen, um das überhaupt zu lesen zu können, das geht alles zu schnell. Ich meine, bei denen steht ja immer viel in Schlacht, von Kapitel so und verschwand aus den Geschichtsbüchern, aber das ist ja immer dasselbe. Und verschwand aus den Seiten der Geschichtsbücher. Das ist immer dasselbe, aber die Story von denen, die überlebt haben. Ja. Schön wäre es natürlich, wenn alle überlebt hätten, dann hätte ich alle Stories gehabt, aber das ist eigentlich unmöglich. Ich meine, es ist nicht unmöglich. Und ja, es ist eigentlich gar nicht so. So unwahrscheinlich, man müsste halt nur öfters das Spiel neu starten, weil ja, man macht selbst der beste Taktiker hat irgendwann mal einen Fehler. Es geht fast gar nicht, dass man da nie einen Fehler macht. Ja, und das war's mit Fire Emblem. Es hat meiner Meinung nach, ich glaube 30 Parts hat es jetzt genau gedauert. Ja, so. Was wird das nächstes wohl kommen? Das ist eine gute Frage. Was habe ich da? Vielleicht werde ich danach schon Eternal Sonata starten. Oder irgendwas anderes. Vielleicht auch Bowser's Revenge. Das soll ja der allerbeste Unmajor Hex sein, den es überhaupt gibt. Und der wird ja so hoch angepriesen und so. Ja, ich werde mir da mal selbst ein Bild drüber verschaffen, wie der jetzt wirklich so ist, ob der jetzt wirklich so geil ist, wie alle sagen. Okay, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen angezockt, also er ist wirklich richtig geil. Und er hat mich bis jetzt auch sehr überzeugt, da ich bin natürlich noch nicht so weit. Ich glaube, die ersten 2-3 Welten habe ich gespielt bis jetzt. So, erst am Anfang des Let's Plays bin ich gerade. Ja, wir werden sehen, was kommt, wie es kommt. Ja, wer es genauer wissen will natürlich, es steht alles ab jetzt, also nach diesem Part, steht es in der Videobeschreibung. Also, ich werde immerhin da auf meinem Kanal über uns schreiben, wo mein Uploadplan zu finden ist. Dort steht immer das Aktuellste, dort wird's ab heute eben zu sehen sein. Wenn nicht schon seit gestern. Also wenn ihr es unbedingt wissen wollt, was jetzt wirklich kommt nach diesem Let's Play. Ja, dort werdet ihr es finden, dort werdet ihr es genauer wissen. Ich weiß es jetzt eben noch nicht, aber bis das dieser Part da... Ja, bis dieser Part kommt, werde ich schon längst wissen und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt genug geredet. Ich beende damit jetzt dieses Let's Play. Vielleicht, nein, Mario Kart 8 startet statt meinem Hack, also gleich nach meinem. Oder besser gesagt, ist ja schon gestartet, nachdem es ja länger geht. Ich weiß ja gar nicht, wann ich dieses Let's Play überhaupt fortfahre. Das ist ja noch gar nicht fortgefahren. Bin ja schon fertig jetzt. Okay, jetzt ist genug geredet. Also, das reicht jetzt wirklich. Ja.
Seid dann wirklich gespannt, was kommt, oder informiert euch selbst. Also, bis dann und auf Wiedersehen.